Sarah macht's wird dir präsentiert von Steady mit dem legendären Herdöpfelfleisch und Salatgewürz, erhältlich in deinem guten Dorfladen. Und Ottos, über 100 Mal in der Schweiz. Ottos.ch. Hallo zusammen, ich darf euch herzlich begrüßen am See bei der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee zu einem weiteren Sommerspecial. Heute stecken wir uns in Nasenmolli andere Angelegenheiten. Ich weiss, das sollte man eigentlich nicht machen, aber heute schon, meine Lieben. Ich bin Erich Wunderli von der Detektei Wunderli und heute ist Sarah Machts bei mir und ich zeige ihr heute, wie Privatdetektive arbeiten in der Detektei. Hallo, da sind sie gerade. Hallihallo. Hallo. Hallo zusammen. So, wir machen die Übergabe. Ja. Wo ist denn die Person, die wir müssen? Er hockt jetzt gerade hier im City-Café draussen. Ich sehe etwas am Trinken. Eine Straße. Ah ja, ui. Ein blauer T-Shirt, okay. Blaue Jeans. Und wieso müssen wir den? Was das ist Problem? Vom Freundin hat uns engagiert, okay. Weil sie den Verdacht hat, dass er sie betrügt. Ah. Gut. Oh je. Das sind, ja, okay. Also, dann werden wir jetzt hier ausgerüstet. Falls sind ihr abgelöst, danke. Okay. Was ist, wenn der weiss, dass ich die Sarah Machts bin? Dann kommt der so. Was machen wir denn? Ja, dann verlangt er vielleicht das Auto und dann kannst du sagen, du, ich habe keine Zeit, ich bin da immer nicht rein. Okay. Jetzt muss ich noch von Seite Kamera natürlich, werde ich jetzt noch ausgerüstet. Ruhe. Brille. Oder? Ja. GoPro. GoPro. Du hast hier noch einen Rucksack. Ah super, dann tue ich die gerade hier rein wieder, oder? Akku, alles drin, neue Batterien. Handy zum Fötterli machen. Handy zum Fötterli machen. Sind wir gerüstet? Ja. Dann gehen wir jetzt schön easy peasy. Ja. Also wenn wir nicht drücken die Daumen haben. Wenn wir verwünscht werden, ist es super peinlich, oder? Oh Gott, der Herr kennt uns doch. Wir sind so ein Zeug zueinander. So geht es. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Jetzt müssen wir gehen. Ja, wie schnell muss ich da aufstehen? Einfach jetzt langsam aufstehen. Wir müssen immer ein bisschen Abstand haben, oder? Was meinst du, Erik? Genau. Dass ihr nicht merkt, soll ich ein bisschen am Handy. Ich tue so gleich, als würde ich da ein bisschen chatten. Ich mache mal da ein bisschen Fotos, oder? Das merkt er eh nicht. Oh, geht er dort rein? Ja, scheiße. Was muss ich jetzt machen? Einfach normal weiterlaufen. Okay. Aber jetzt wäre es eigentlich gleich Zeit, du müsstest eigentlich übergehen, auch in den Laden. Komm mal rein. Dass du ein bisschen hörst, was läuft hier drinnen eigentlich als Kundin. Ja, die würde ich anlassen. Ja, die würde ich anlassen, ja. Hallo. Hallo. Kurz Moment, schnell. Ja, tipp da. Ich hoffe, er hat mich nicht erkannt. Ich schalte mal die Kamera ab. Also Erich, schau jetzt, ich war da drinnen, oder? Ja. Er hat irgendein Piercing gekauft. Ich habe es nicht genau gesehen, aber es ist mit Glitzer. Ich weiß es nicht. Es war irgendetwas mit Glitzer auf jeden Fall. Also muss es für eine Frau sein. Und es ist ein Geschenk. Ah ja, okay. Super. Das ist das Einzige, sehr gut. Ja, das Einzige, was ich mitbekomme. Ja, aber das ist viel. Ja, mein. Das ist viel, ja. Okay. Jetzt ist er dort am Zebrastreifen und wartet. Machen wir mal noch. Und die nie aus dem Blick lassen. Nein, nein, ich lasse ihn einmal aus dem Blick lassen, dann hast du ihn gerade verloren. Ja, ich weiss. Aber ich habe einen voll neuen Blick. Ich mache jetzt gerade ein Foto da durch. Oh, jetzt läuft er da drüber. So, und jetzt müssen wir noch. He? Ja, jetzt müssen wir noch. Weil wir dürfen keinen zu grossen Abstand haben. Ja, ich habe noch ein Foto gemacht. Er schaut immer da oben. Ja, komm. Jetzt haben wir den Bus am Schützen.
Oh, jetzt gehen sie Fotos. Sie müssen sich pressieren, sie sind hier schon am Ablaufen. Wir können nicht immer zusammenlaufen, sonst fällt es auf. Ja. Jetzt müssen wir uns aufteilen. Du verläufst an der Spitze hinterher. Ja. Und immer schauen, dass du auf der gegengesetzten Strassenseite okay. läufst. Gegengesetzte Strassenseite? Ja, weil wer sich verfolgt fühlt, der schaut immer auf der eigenen Strassenseite, okay. ob er verfolgt wird. Aha. Also ich gehe jetzt schön so unauffällig ein bisschen. Bitte ein bisschen unauffälliger verhalten. Hey, das glaube ich ja jetzt nicht. Hey, jetzt sind die in das Haus verschwunden. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich etwas ist, aber es ist schon sehr eindeutig, finde ich. Ich gebe es wieder mal vielleicht am Erich durch. Erich, kannst du bitte zu mir kommen? Die sind in das Haus verschwunden. Ich glaube, da ist etwas los. Okay, ich komme. Okay. Für mich ist eigentlich der Fall klar. Das heisst? Sie haben etwas? Sie sind wahrscheinlich schon ein bisschen verliebt ineinander. Das hat man schon sehen können, oder? So, das, was wir alles festgestellt haben. Fremdgehen, das, ob es jetzt das sind oder nicht, das bestimmt eigentlich dann der Kunde ja, oder Kundin. Genau, wo die Grenze da ist. Genau. Ja, ja. Aber jetzt wissen wir ja eigentlich gleich nicht, wo sie genau sind. Genau, ich meine, jetzt kommt das Geheimnis. Nämlich das Gerät. Das ist so ein Wärmebildkamera. Das ist eine Wärmebildkamera, genau. Wieso weißt du das? Das habe ich schon im Fernsehen gesehen. Ah, siehst, wenn ich dann hier hebe, dann siehst du meine Finger. Ja. Und genau die Wärmestrahlung, die wird ja auf die Türfallen übertragen. Also wie das heisst, die Türfallen sieht dann wie aus, wenn sie die hell, schon... Hellgel. Ja. Hellgel. Also auch so? Genau, und die sind ja irgendwo in der Tür. Und mit dieser Wärmebildkamera können wir schauen, welche Türfallen das jetzt leuchtet. Ah, das reicht schon, wenn man die so hin tut? Jawohl, die Wärme wird gerade über Metall übertragen. Okay. Und das bleibt 3 Minuten so stark. Oh, dann müssen wir jetzt aber rassig genau. rein. Oh, sonst also, gib mir das weg. Muss ich da irgendetwas drücken oder muss ich nur Nein, so drauf? Nein, einfach ist alles schon okay. richtig eingestellt. Kann ich jetzt Ihnen gerade anrufen? Ja. Ich gebe dir das dazu. Ja, Frau Baumann, grüezi, hier ist Zara von der Detektei Wunderli. Wir haben jetzt hier, ja, hallo. Wir haben jetzt hier Ihren Partner heute observiert und jetzt ist er im Moment in einem Block verschwunden. Wollen Sie vorbeikommen oder sollen wir Ihnen einfach die Adresse und die Angaben mit den Fotos und alles schicken? Sie ist nicht so begeistert, sie kommt nicht vorbei. Mhm. Ich habe ihr jetzt auch nicht gerade offensichtlich gesagt, was ich hier was wir gesehen haben, aber ich glaube, sie hat es verstanden, als ich gesagt habe, sie sind in einem Block verschwunden und so. Okay. Ja, aber sie kommt auf jeden Fall nicht vorbei. Aber Sarah, ich muss sagen, du hast einen super Job gemacht. Danke vielmals. Aber es war alles ein Fake. So etwas könnte man gar nicht richtig drehen, ja, ich kann es noch fast vermuten. Ja, es gibt ja noch andere Orte, oder, wo man vor allem Promis so richtig schön ausspionieren kann. Wo kann man das am besten? Natürlich in den Klatschhäfchen. Und wo findet man die? Am Kiosk! Hallo zusammen, ich bin Sarah Rothmund. Ich bin Agenturleiterin von der Valora. Ich habe 4 Verkaufsstellen. Heute sind wir am K-Kiosk am Bahnhof in Zofingen. Die Aufgabe heute von Sarah wird sein, mich zu begleiten als Kioskverkäuferin. Guten Morgen Sarah, jetzt ist morgen um 4 Uhr. Es ist 4 Uhr, genau. Jawohl. Bist du wahnsinnig? Warum schaffst du wie ein Bäcker? Ja, weil wir natürlich jetzt auch backen. Kaffee. Wie ist das eigentlich, das, was für euch bleibt, ist das unser Lohn? Ja. Gut.
So, jetzt machen wir noch die Sachen, die wir müssen einfach auftauen. Wir müssen alles da drauf passen. Was, dass wir es alles so tun? Also wirklich, jetzt im Ernst. Jetzt bist du da voll im Weg, he? Aber voll. Joggi-Gipfeli. Also zuoberst kommen Joggi-Gipfeli. Sehr gut, die nehme ich gerade. Also ganz zuoberst oder ganz zweite? Zuoberst. Ganz zuoberst. Und dann haben wir da noch eins. He? Ja. Hol ich gerade. Ja. Können wir eigentlich gerade das ändern und ein Brötchen drin tun. Ah, wirklich? Mhm. Also, ja. So, hebt. So, Sarah, jetzt ein Sandwich da. Jetzt können wir anfangs die rum, so lange Äpfel noch im Backofen sind. Das heisst, nehmen wir die Kiste hier rein. Du nimmst auch Kiste, ne? Ich probiere es. Okay. Ja. Einfach auftun. Einfach auftun. Ja, no, es hat Platz. Oh, Mann, es hat Platz. Ah, ja, es hat doch. Man muss es erkennen, sorry. Tada! So, du hast die da drauf. Das Backgestell parat. So, Sarah, jetzt müssen wir die Zeitungen und die Hefte auspacken. Okay, ja, klar, Logo. Hey, wir tun auf, gell? Ja, wir tun auf. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann mal den Wagen rein. Ja. So, Sarah, jetzt sind wir bereits offen. Wenn der nächste Kunde kommt, müssen wir ihn bedienen. Ja. Center, for you. Der erste Kunde ist schon da. Grüezi, grüezi! Kaffee. Also, Kaffee haben wir hier oben. Die Backwaren sind hier drinnen. Da ist Bödli. Das macht 5.30 Franken. Dankeschön. Das 20er Nötli. Das ist auch noch rausgegeben. Dann macht das 14 Franken 70 retour. Ade, ciao, ciao. Wir haben hier immer so eine Woche bei uns. Okay. Dann müsstest du an jedem Kunden noch antreiben. Das wäre das Happy Day die Woche. Happy Day. Für 10 Franken. Für 10 Franken, genau. Happy Day los. Oh, jetzt haben wir die Zeitung noch nicht. Ja. Welche Zeitung hätten Sie denn gerne? Sofiger Tagblatt. Das suchen wir natürlich jetzt gerade raus. Wir sind überhaupt nicht nachher heute. Wegen mir. So, da, bei wem? Komm, ist sonst noch irgendetwas? Zum Beispiel, wenn Sie Ihr Glück versuchen mit dem Los, 10 Franken. Super gewünscht. Okay. Oh. Ein 50er Retour. Dankeschön. Schönes Tagli. Er hat kein Los wollen, sorry. Ich muss jetzt mal die Zeit endlich noch parat machen. Du. Da ist ein riesen Durcheinander. Ja, das ist Durcheinander. Die Zeitung wären wir jetzt fertig. Juhu! Und eigentlich den Ständer anfangs rausstellen. Ah, der kommt raus? Genau. Oh, jetzt sehe ich hier gerade, die Ware ist gerade gekommen für den Schalter. Dann nehmen wir die gerade rein. Was heisst das? Da hast du den Ständer, da können wir den Schalter noch aufbauen. Ah, mit den Schlecksachen? Genau. Und so. Ah, cool. Sarah, du musst bedienen. Die Leute stehen an. Hallo. So schnell etwas? Super, danke schön. Auch hier nicht vergessen, gell? Es ist los. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist alles? Ein Kaffee. So ist etwas. Morgen. Ein Cappuccino. Ein Cappuccino. Hey, willst du so ein super Los? Kannst du Millionär werden heute? Nein. Nicht? Nicht. Komm jetzt. Vielleicht nur ein Los heute und so. Super Aktion. Okay. Dann macht das 5.45 Franken, 13.50 Franken, 4.40 Franken. Danke. Und noch ein Los oder so? Oder? Okay, okay.
1,50 retour, 15,60 retour, 4,55 retour, 3 Franken retour. Schönes Tag, tschüss! Wir sammeln extra die Vorsicht vor dem Kiosk und sagen, komm, jetzt gehen wir alle zusammen rein. Kommt noch etwas dazu? Das ist alles. Das ist alles. Ein Los vielleicht, heute gewinnen, super abräumen. Das macht 2,90. Was Los wollt ihr jetzt kaufen? Ich nehme eins. Ehrlich? Ja. Ich habe ein Los verkauft jetzt. Ich drücke die Daumen. Ja, so. Hey, ich kann es losverkaufen, kommt die Provision nicht mehr. Super. Erst wenn er gewinnt. Okay, dann macht das 12,90 Franken insgesamt. Dankeschön. Viel Glück! Merci. Tschüssi! Kommt noch etwas dazu? Vielleicht ein Los? Okay. Klappt ja super, ja? 3 Franken retour. Dankeschön, schönes Tag. Ja, hey. Alter Profi da. Hallo! Kommt noch etwas dazu? Willst du noch ein Los oder so? Nein. Dann macht das 1 Franken. Dankeschön. Dann macht das 16,45 Franken. Der Laden sieht aus, du. Also schlimm. Jetzt gehen wir zu der Beyoncé. Beyoncé. Hey, da hinten, wir haben eins durcheinander gemacht. He. Das weiss ich jetzt gar nicht, was das ist. Oh, Sarah, jetzt stehen schon wieder Leute da. Du musst wieder helfen. Ja, aber Kopf, also ich meine, irgendwann, also wenn ihr jetzt die Hefte oder wenn ihr sie nicht? Hallo. Guten Morgen. Kommt noch etwas dazu? Nein, schade. Zum Beispiel so ein Superlos oder so? Okay, danke schön. 13,10 Franken retour. Merci. So, morgen. Oh, schau, er hat gewonnen. 50 Franken. Juhu! 50 Franken! Wer hätte gerne 5 neue von denen? 5 neue von denen? Was sind denn das für die? Das sind jetzt eben die. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Sind wir quitt? Ja, nein, jetzt ist der Gewinn gerade wieder da. Dann nicht eins mehr nehmen. Viel, viel Glück. Dankeschön. Drücke die Daumen! Okay. Wenn wir hier noch ausfüllen, falls noch mehr verkauft. Ja. Ich fange mal an auspacken. Jawohl. He? Das ist schön. Hallo! Guten Morgen! Morgen! Hallo! Hallo! Morgen. Willst du ein Los? Vielleicht noch ein Los? Ja. Hallo, kommt noch etwas dazu? Tagesanzeiger. Ja. 2 Schocke. 3,50 Franken. Das macht dann 9 Franken. 6,60 Franken. Und dann sind wir bei 2,50 Franken. Bitte schön. 1 Franken. Dann haben wir 11 Franken retour. 4,20 Franken retour. So, wie das ist, ich könnte. In der Ware weiter. He? Für mich mitnehmen? Natürlich. Ehrlich? Ja. Das Geschenk vom Kiosk. Ach, Scheiße, das ist so geil. Das ist einfach Kindheit pur. Sugar. Oh, honey, honey. Die sind auch mega, mega. Oh, schau, guck mal, wie das Sugar, sugar. You are my candy girl. So. Ist wieder schön voll, hä? Da ist wieder voll. Da vorne. Da sehe ich auch gerade nicht etwas, das fällt, ja. Mega fällt. Die habe ich aufgefüllt. Aber es ist schon wieder weggegangen. Sonst sieht das gut aus. Guten Morgen, Frau Meier. Guten Morgen. Frau Meier hat hier noch die Zeitung noch dazu. Schau, den Blick hast du oben. Den Blick, genau. Ja, und den hat sie noch reserviert. Der ist reserviert, den kannst du abscannen. Der macht das 5,10 Franken. Dankeschön. 4,90 Franken retour. Du, es wird ruhiger, hä? Ja, der Ansturm ist jetzt vorbei. Ja, was, der Ansturm ist vorbei? Kaum schon, oder? Also, richtig? Nein, ich glaube, es ist noch nicht so ganz. Du hast recht, es läuft nicht mehr so viel. Nicht mehr. Du hast einen guten Einblick in meinen Job bekommen. Ja, das habe ich. Mal, das ist interessant. Kannst du dir vorstellen, auch einen Kiosk überzunehmen? Ja, kann ich das einfach? Mit deiner GmbH, Sarah Matz, könntest du gleich anfangen. Ah, schon? Jawohl. Das geht? Das geht. Das war es auch schon wieder für heute. Nächste Woche gibt es dann schon das letzte Sommerspecial. Dann wird es sportlich, und zwar beim Pole Fitness und beim Karate. Aber vorher gibt es jetzt zuerst noch unseren Sommerspecial-Wettbewerb, wo ich ganz einen tollen Preis für euch habe. Viel Glück, bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und tschüss. Gewinn bei unserem Sommerspecial-Wettbewerb einen 250-Franken-Gutschein von der Modelleisenbahn Käserberg in Fribourg.
Den Gutschein kannst du an eine dreistündige Einführung am Gotthard-Lok-Simulator anrechnen, wo du unter Anleitung von einem ehemaligen Lokführer den Zug fahren darfst und somit für ein paar Stunden selber zum Lokführer wirst. Bei diesem persönlich begleiteten Erlebnis funktionieren im Führerstand alle Hebel ein wie im echten Zug. Und so kommst du locker auf über 6'000 PS bei deiner rasanten Fahrt von Lausanne nach Bern oder über den Lötschberg. Du wirst vielleicht schon gleich zum Lokführer, wenn du uns diese Frage kannst beantworten kannst. Was legen wir im Sommer viel an? Sarah A. eine Sonnenbrille, Sarah B. eine Skibrille. Mitmachen ist ganz einfach. Schick uns deine Lösung Sarah A oder Sarah B mit deiner Adresse per SMS an die Nummer 880. Oder gib sie uns telefonisch durch auf 0901 77 1234. Für die schriftliche Teilnahme kannst du unsere Postkarte an die eingeblendete Adresse schicken. Wir wünschen dir bei unserem Sommer-Special-Wettbewerb viel Glück. Sarah macht Sommer-Specials, haben viele Gesichter. Mal fallen sie mit der Tür ins Haus, mal kommen sie inkognito, mal sind sie verstrickt und dann wieder eine total saubere Sache. Auch zeigen sie sich kämpferisch und zwischendurch auch ganz sanft. Sie setzen Grenzen und öffnen gleichzeitig neue Horizonte. Kurz, Sarah macht es auch im Sommer mit einer vielseitigen Palette. Mit Entertainment, mit Drive, Fun und Action. Sarah Macht ist dir präsentiert worden von Steady mit dem legendären Herdöpfelfleisch und Salatgewürz, erhältlich in deinem guten Dorfladen. Und Ottos, über 100 Mal in der Schweiz. Ottos.ch.